Hallo und willkommen wieder mal zurück zu Ghost of Tsushima. So, im letzten Mal haben wir die Strohhüte gerettet. Und dieses Mal, ja, weiß ich nicht, was jetzt kommt. Gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen. Denn ich weiß, wir sind nicht mehr weit entfernt von Burg Kaneda. Um endlich auf die zweite Karte zu kommen. Und ich hoffe, die geht noch von der Spielzeit nochmal mindestens genauso lange. Also hoffe ich zumindest. Ob es denn letztendlich so ist, werden wir sehen. Und wir könnten übrigens noch nebenbei mal, fällt mir gerade ein, die Dinger hier machen. Weil die konnten wir vermutlich wegen des Greifhakens nicht tun und machen. Deswegen müssen wir das mal in Angriff nehmen. Gut. Und soviel dazu. Dann lasst uns loslegen, meine Lieben. Du bist noch hier. Enttäuscht? Ich dachte, du gehst, sobald ich den Wurfhaken habe. So ist ein Weg zum Festland. So verlockend das auch klingt, du hast Taka das Leben gerettet. Wir sind erst quitt, wenn dein Onkel frei ist. Freut mich zu hören. Gib den anderen Bescheid. Was soll ich sagen? Wir dringen in Burg Kaneda ein und befreien Fürst Shimura. Oh, doch schon soweit. Es heißt, euer Neffe jagt meine Männer. Reißt sie in Stücke, wie eine Bestie. Ihr tatet schon Schlimmeres. Ach, ihr tut so, als seien wir verschieden. Doch wir kämpfen für dasselbe. Für ein Vermächtnis, das uns überdauert. Ich schuf mein Vermächtnis mit Pflicht und Ehre. Brachte Ordnung für meine Heimat und Gerechtigkeit für mein Volk. Seid nicht so wie ich. Euer Neffe ebenso wenig. Aber sein Name ist an euer Vermächtnis gebunden. Vermächtnis ist mehr als ein Name. Ah, stimmt. Eure Familie lebt seit Generationen hier. Die Burg eurer Ahnen liegt oben im Norden, nicht? Ich freue mich schon, sie zu sehen. Und ihr werdet hier langsam verhungern, allein und ohne Ehre. Verdammt, Ryoso, wo steckst du? Alle sind hier. Warten wir auf die Strohhüte? Nein. Wir treffen uns am Bauernhaus. Endlich ist es soweit. Endlich. Jill. Endlich können wir Burg Kaneda stürmen. Ich bin schon sehr gespannt auf diese Mission. Das könnt ihr mal glauben. Danke, dass ihr hier seid. Fürst Shimura wird dankbar sein. Die Mörder meiner Familie können noch ein wenig warten. Auch meine Jagd nach Tomoe. Unsere Insel braucht ihren Anführer. Mit eurer Hilfe ist er bei Sonnenaufgang frei. Macht euch bereit. Wir greifen bald an. Sagt Bescheid. Wir werden kommen. Eure eigene Schülerin kämpft für euren Feind. Geschieht euch recht. Bitte schweigt. Ein alter Mann verkehrt mit einer jungen Frau. Das kann nicht gut enden. Sie war wie eine Tochter für mich. Für manche Frauen ist ein Vater mehr als genug. Geil. Hergehört, es ist Zeit. Heute befreien wir Fürst Shimura. Ich erwartete eigentlich Strohhutverstärkung. Sie sind nicht hier. Und wir können nicht länger warten. Wie lautet der Plan, Fürst Sakai? Ich dringe mit dem Wurfhaken in die Burg ein.
Wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe, könnt ihr sicher durchs Haupttor stoßen. Die Mongolen halten Fürst Shimura wohl im Burgfried fest. Wenn der Alarm ertönt, richten sie ihn vielleicht hin. Wir können das Haupttor stürmen und sie überraschen. Nein, wir gehen leise vor. Wir hacken uns eine Schneise zum Burgfried, retten Fürst Shimura, ziehen uns zum Haupttor zurück und fliehen. Klingt nach Selbstmord. Nur bei einem direkten Angriff. Dazu müssen wir hineinschleichen und den Feind im Schlaf erwischen. Wie ein Dieb. Oder ein Geist. Fürst Shimura zählt auf uns. Brechen wir auf. Schön, wie sie sich angeguckt hat bei wie ein Dieb. Die Diebin hier angeguckt hat dabei. Und sie dann kontert wie ein Geist, oder? Das ist doch geil. Wenn man die Hintergründe so mitgekriegt hat. Gute Rede. Sicher, dass das klappt? Das muss es. Gut. Ich glaube, jetzt wäre... wäre schon da. Gut. Ich glaube, jetzt ist eh zu spät, noch irgendwelche Upgrades zu machen. Das hätte mir vielleicht mal vorher einfallen können. Aber... nee, ich kann eh nichts upgraden. Na, egal. Denn... lasst uns die Vokaneda stürmen. Hier kannst du wohl hochklettern. Hol die anderen rein. Wir sehen uns drin. Sei vorsichtig, Jin. Ach. Ja, Dingspunkte sind dafür aber fast alle. Naja, egal. Wir wollen ja eh schleichen. Und im Optimalfall haben wir kaum Konfrontationen. Nee, doch, war doch richtig hier. Ich versage nicht noch einmal, Onkel. So, keiner darf es mitbekommen. Löse keinen Alarm aus und findet einen Mongolenalarm. Gut. Für die Mission werde ich mir mal ein bisschen mehr Zeit lassen und hier wirklich gut überlegen, wie wir das machen. So ein bisschen wie damals in Dishonored. Da bin ich auch mal gerne geschlichen. Ich habe mir mal richtig schön Zeit gelassen dabei, um alle auszuschalten, ohne entdeckt zu werden. Das macht ja die meisten Reize in dem Spiel aus. Gut. Meine Lieben, dann gucken wir mal. Wir sollten aber mal gucken. Diesmal sollte ich mal meine Sachen hier nutzen, die ich habe. Haftbombe ist so laut. Kunai könnten gehen. Eine Rauchbombe wäre, aber dann wäre ich eh schon entdeckt. Nee, also Kunai. Das ist eine gute Idee. Mondkampfhaltung. Und Pfeile. Ja, normale Pfeile. Hm? Windglocke, was hat hier noch? Ach, Schwarzbombe. Wenn ich einmal benutze, die Scheiße. Na egal. So. Ah, toll. Gut. Der erste Angriff schon mal komplett verkackt. Ich wollte auf dem Rumpf springen, aber ich konnte nicht von dem blöden Wagen runterspringen. Warum auch immer. Das hat nicht funktioniert. Na gut. Gleiches Spiel nochmal, aber diesmal anders. Vielleicht können wir ja... hier rüber. Oh, na gut, wo hier klappt das? Ja, hier geht's. So, jetzt müssen wir aufpassen, bis der andere Typ kommt. Der könnte den sehen. Dann müssen wir dem schnell... ach nee, okay. So weit kommt er gar nicht. Ah, Fenster kann ich auch. Ach doch, hier kann ich ran. Und so füllen sie meine Punkte auch gleich wieder auf. Herrlich, ne? So, na. Oh Gott. Gut, der Hälse ist er nicht. Kann ich da einfach so einen Attentat? Oh, hat funktioniert.
Ich hatte zwar gehofft, ich könnte den von hinten erdolchen, weil der geil gewesen wäre, aber das geht nicht. Naja, macht nichts. Wir haben es geschafft. Das ist ja das, was zählt. Nun gut, meine Lieben, weiter geht's. Weiter geht's. Ah! Ah, das gibt's doch nicht. Verdammt. Und wieder ganz von vorne, ne, wa? Oh mein. Also wenn ich ihn schnell noch töte, geht's. Ah. Okay. Ich versuche mal was anderes diesmal. Gut, dass ich mehr Zeit für die Mission eingeplant habe. Warum nicht Pfeile nutzen, ne, wa? Ach, verdammt. So. Oh. Diesmal muss ich besser aufpassen. Sehr schön. Es wird natürlich, wenn mehrere Gegner auf einen Haufen hast. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, bevor die das Alarm schlagen. Ah, da liegt noch einer. Den werden wir mal süße Träume bescheren. So. Ah, gut. Scheiße. Zählt das jetzt, dass er kackt? Okay, Horn dürfen sie blasen, aber die dürfen mich nicht sehen anscheinend nur. Uiuiui. Super. Der Alarm. Ich muss die Wachen ausschalten. Ja. Ah, super. Sensei, ihr und Kenji sichert das Haupttor. So gut wie erledigt. Yuna, kannst du den Pfad an der Klippe säubern? Ich kümmere mich darum. Gut, wir treffen uns an der Brücke. Jemanden vergessen? Nein, ihr kommt mit mir. Gut, den ersten da hätten wir. Da ist eine Belagerungswaffe. Letztes Mal war sie auf Yuna und mich gerichtet. Dieses Mal nehmen wir sie uns. Ach so, die Bogenrüstung. Gut, geh jetzt zum oberen Gras. Also da soll er hin. Gut, wenn wir da hin sind, will ich erstmal hier gucken, was es hier gibt. Wenn wir schon mal hier sind, sollen wir ja auch alle mitnehmen. Oh. Gut, Planänderung. Ich kann nicht überall hin. Verdammt. Oder könnte sie einfach noch nicht hinterher? Ach, die blöde Olle bleibt da auch noch stehen. Das ist doch nicht mehr ernst. Warum macht sie sowas? Na gut, dann weiter nach Plan. Wir müssen den Hof sichern. Leise oder aggressiv? Eure Wahl. Na, leise.
Chiharu! Ich hab schon hart gemacht. Oi! Und auch ich Nick ist in Hut. Tank Twain! Hanno! Siehst du gleich Bild? Oh, verdammt! Mann! Arsch! Boah, nochmal! Oh, doch, hol doch mal ab, Mensch. Okay, es lief nicht ganz nach Plan. Naja, gut. So viel zum Thema Schleichen. Hat ja wunderbar funktioniert, nicht wahr? Na, was soll's. Weiter geht's. Da soll ich hin. Was gibt's hier noch? Bedienen? Das schaffe ich schon. Wenn ich Fürst Shimura habe, werden uns die Mongolen verfolgen. Erledigt sie. Mit Vergnügen. Passt auf euch auf. Ihr auch, Masako. Ach so. Jin! Das Tor ist bewacht. Folgt mir. Oh, da kommen wir schon welche. Ah. Oh, oh, verdammt. Gehabt. Oh. Was haben die denn da mitgekriegt? Dran zu kommen mit dem Schleich. Ah, das sind ja auch noch welche. Ach Gott, die hätte ich gar nicht gesehen. Aber ein Schleichattentat wäre natürlich perfekt hier. Könnte ich schaffen. Nein! Na los! Es wäre einfacher, wenn deine Strohhut-Freunde helfen würden. Josos Männer verhungerten. Vielleicht sind sie desertiert. Krieg macht verzweifelte Menschen zu Tieren. Oh Mann. Also das Attentat hat nicht funktioniert, wie ihr gesehen habt. Ich konnte leider kein Attentat ausführen, warum auch immer.
Aber egal. Wir haben es ja trotzdem geschafft. Brücke. Ja, könnt ihr euch noch erinnern, am Anfang des Spiels, in der ersten Folge, wo wir auf dieser Brücke waren, ganz tief gefallen sind. Gucken, was ihr diesmal erwartet. So weit bin ich letztes Mal gekommen. Der Kahn warf dich von dieser Brücke? Wie hast du überlebt? Ich weiß nicht. Das Tor ist verschlossen. Haltet die Brücke. Ich finde einen anderen Weg. Die Klippe? Es muss einen Weg herum geben. Das sollte klappen. Gutes Auge. Wenn du drin bist, öffne das Tor. Oh, Gott. Das war jetzt aber knapp. Oh, oh, oh. Gut, und das war dämlich. Könnte Jonas Hilfe brauchen. Da bist du ja. Leise. Noch mehr wachen. Okay, das geht ja eigentlich alles außer eine große Konfrontation, ne? Schleichen ist ja hier eh nicht möglich. Ah! Oh. Ach Gott, gut, naja gut. Ah, brauchten wir die Haftbombe doch mal. Ich nicht, irgendwo Schwarzpulverbomben, sagt man. Wo waren die denn? Wurfwaffen? Ne, halt, 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 halt. Blocke. Ah. Okay. Merke ich mir für das nächste Mal vor.
Here, you, see you on. Oh. Oh. Na gut. Hat doch wunderbar geklappt. Was ist da hinten noch? Ach so. Tja, nichts zu holen hier. Na gut. Dann weiter, meine Lieben. Yuna, halte das Gebet. Ich suche Fürst Shimura. Viel Glück, Jin. Da kann man da durchkrauchen unten. Also wirklich. Achso. Yozo. Der Khan zahlt ein Kopfgeld für den Geist. Und jeder kann es fordern. Lass es. Meine Männer verhungern, Jin. Halte mit mir meinen Onkel. Er entlohnt deine Männer. Er macht dich zum Samurai. Und schickt uns in den Tod. So wie er es in Komoda tat. Yozo. Er ist deine Familie, Jin. Ich muss meine schützen. Oh je. Welche krasse Wendung. Ganz schnell! Wir waren Freunde. Vor einer Ewigkeit.
Bevor es zu spät ist. Du hast dich verändert. Du ebenfalls, Geist. Oh, meine Güte, was für ein Kampf. Genug. Es ist noch nicht zu spät. Rette mit mir unsere Heimat. Sie gehört jetzt Ihnen. Ryuzo. Er ist hier! Der Samurai ist hier! Oh je. Ocho! Ocho! Ach, Moment, ich hab doch noch einen Technikpunkt. Warum hab ich den nicht vergeben, Mensch? Den Durchstoß können wir gleich mal besser machen. Was? Oh, die können ja dreimal hintereinander. Geht generell gar nicht, okay. Oh.
So. Was kommt jetzt? Oh je, und ich habe wenig Energie. Chiharu, wo ist er? Wo ist Fürst Shimura? Korrekt, Schick, Nam Kum Yum. Zu! Ja! 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 Ach, verdammt. Ich wette, der Boss wird abhauen für Shimura. Der wird in die zweite Karte flüchten, vermute ich jetzt einfach mal ganz stark. Daher ja auch die zweite Karte. Aber das habe ich jetzt selbst sehr überrascht, muss ich sagen, diese Wendung, dass er sich gegen uns gewandt hat. Das hat mich doch jetzt doch schockiert irgendwie. Aber mir war schon klar, dass da irgendwas faul ist, wenn er seine Männer da gefüttert hat. Der hat die natürlich umgedreht und ihn letztendlich durch seine Männer mit. Und naja, war ja klar, dass da noch was kommt mit ihm. Jetzt wissen wir wenigstens, was Phase ist. Aber gut. Ihn werden wir uns auf jeden Fall später nochmal schnappen und das zu Ende bringen. So, wo soll ich denn jetzt hin nochmal? Geht's irgendwo hoch? Hä? Da geht's hier gar nicht raus. Da geht's gar nicht weiter raus, oder? Hä? Nee. Nee. Hm. Warte mal, sehe ich. Hm. Ach so, jetzt fahren sie mal vorbeigelaufen dran. Ach, jetzt geht's. Ja, seht ihr, jetzt konnte die ganze Zeit nicht machen. Jetzt funktioniert's. Jetzt, ach, jetzt habe ich's freigeschalten. Schön. Wird ja auch mal Zeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal jetzt wieder sehen, keine Sorge. Mit dem Feuer. Die sind richtig übel. Der hat keine blockbaren Attacken. Ich hoffe, da kriegen wir noch was freigestellt. Ich will das halt eben auch blocken können. Das ist ja echt übel. So geht's wieder hoch, ja. Gefällt mir. Stellt euch, Feigling! Onkel, ich komme! Jin, schnell! Samurai, ja, den kann ich auch nicht leiden, ey.
Onkel! Ich wusste, ihr kommt, mein Junge. Euer Vater wäre stolz. Ich bin euer Diener, mein Herr. Wir müssen weg. Noch nicht. Kotun Khan marschiert nordwärts nach Toyotama. Er hat Wachen hier gelassen. Keine echten Gegner für zwei Samurai. Ich habe Verbündete dabei. Wir erobern die Burg zurück. Man wird unseren Sieg besingen. Hoffentlich kennt euer Gegner. Kommt, befreien wir den nördlichen Hof von den Eindringlingen. Fürst Sakai, wir locken sie zu uns. Ich bin bei euch. Ah, nicht der! Nicht der! Nicht noch einer! Scheiße! Nein, hau ab! Oh! Nee, warte mal, hier muss ich mal was anderes machen. Sensei, Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Mit der Hilfe eures Neffen. Er bestand darauf, euch befreien zu können. Ich hielt es für unmöglich, aber ich bin froh, dass er recht hatte. War nicht das letzte Mal, Sensei. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Zu viele Freunde sind gestorben. Und Familie. Fürst Adachi starb ehrenvoll, Fürstin Masako. Nun rächen wir ihn und all die gefallenen Krieger von Tsushima. Es kommen noch mehr. Wir stellen uns entgegen, gemeinsam. Für die gefallenen Krieger von Tsushima. Fürstin Masako, lasst niemanden entkommen! Gut gekämpft. Ihr alle. Geschafft. Die Burg gehört uns. Mein Fürst, ihr habt uns zum Sieg geführt. Mit eurer Hilfe, Jin. Gemeinsam brechen wir ihren Kampfgeist und werden Kotun Khan in die Knie zwingen. Wir gewinnen diesen Krieg als Samurai. Eine beeindruckende Burg. Wollt ihr mich nicht hereinbitten? Eure Leute sind müde, hungrig, frieren. Öffnet das Tor, rettet sie. Bracht Essen für meine Männer. Verdient es. Lasst sie rein!
geöffnet. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Dein Onkel sucht nach dir. Es heißt, der Khan hat seine Burg. Ich hätte Ryo so nie trauen dürfen. Er hat uns alle getäuscht. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Gehen wir zu meinem Onkel und reden über deine Belohnung. Fürst Shimura ist im Hauptgebäude. Mensch, Leute. Also ich muss sagen, das habe ich ja jetzt schon fast schon irgendwie doch schockiert, die Mission. Die war schon wirklich die krasseste Mission, die wir bis jetzt hatten, finde ich, bis auf den Anfang. Und ja, also wow, das war echt eine krasse Mission. Boah, gut. An dieser Stelle werde ich mal ausmachen. Ich muss auch erstmal verarbeiten, was ich gerade gespielt habe. Das ist schon ziemlich krass. Wir haben zwar die Burg jetzt wieder, aber da ist die nächste Burg gefallen. Und dass dieser Typ echt so zum Verräter wird und uns so in den Rücken fällt, ist schon echt krass. Man sah zwar, er hat mit sich selbst gekämpft und wollte das eigentlich auch nicht und hat es für seine Männer getan, aber das rechtfertigt auf jeden Fall nicht seine Tat. Also, ist schon krass auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und lasst mir bitte ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns direkt in der nächsten Folge wieder und werden direkt ab hier dann weitermachen. Deshalb, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Ghost of Tsushima. Ciao, ciao.